Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Wir befinden uns hier im Rocket-Versteck. Und Johann ist am Steuer. Jo, sehen wir mal, wohin uns die Pfeile führen. Okay. Ach, das bedeutet, man kann sich nicht bewegen, wenn man da reinläuft? Ja. Ach, krass. Oh Mann, da kriege ich ja einen echten Drehwurm. Ist dir schon ganz übel, Johann. Ja. Ja, wenn du dich erleichtern möchtest, sag Bescheid, dann hole ich dir den Eimer. Na, das klingt wahrscheinlich nach diesem ganzen Parcours hier. Oh, okay. Das ist sehr nett von dir. Sehr also, wir haben gerade ein Nugget eingesammelt. So. Ein Nugget-Eye ist Nugget. Was ist hier? Ah, oh, der nächste Mondstein. Ich glaube, das ist schon unser dritter. Okay, Moment. Ah, hier. Dann können wir auch das Item holen. Oh, TM7. Haben wir schon, oder? Weiß ich nicht. TM7 hatten wir... Gucken wir mal drauf. Was ist hatten wir, glaube ich, gekauft. Im Einkaufscenter. Ja, Hornbohrer, tatsächlich. Haben wir also jetzt doppelt? Hätten wir uns das Geld sparen können? Wer hätte das wissen können? So, wo können wir jetzt überall hin? Da oben, da unten? Moment. Achso, aber da, wo wir von da links hinkommen, können wir auch von hier rechts hin. Und welches ist da besser? Ich guck erstmal. Ah, das obere, ne? Also das, was jetzt links von dir ist, glaube ich, ist das Gute. Aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Wir gucken erstmal einfach. Und jetzt ist es das. Ich guck mal Oha, hier. Ja. Da sehe ich zumindest das Ende nochmal. Ja, genau. Manchmal dann weiß man nicht, wo man hinkommt. Ja. Okay, also hier nach oben könnten wir, wenn wir zurück wollten. Genau. Oder eben hier dann lang. Dann müssten wir hier irgendwie noch hin. Okay, also links ist noch ein bisschen unerkundet. So, mal so, welchen sehen, nimmt wo man kommen da? Wir denn hier lang? Ich nehme mal den oberen hier, dann bleibe ich auch stehen. Ah, okay. Okay, was macht jetzt der ich nach oben bringt? Ja, ich guck erstmal. Ich glaube, da kommen wir zu einem weiteren Item oder so. Weil ist der... Oh ja, da liegt noch eins. Genau, der rechte sieht aus, als ob man da schon zum Ausgang dieses Gebiets kommen würde. Nein! Ja, ich wollte keine... Nein! Nein! Das hätte auch uns einfach nur wieder... Zeit gekostet hätte uns das mehr. Oh, ein Supertrank. Immer wieder gern. Sagte ich doch, wir finden da gleich einen Trank. Habe ich in der letzten Folge so gesagt, als wir Tränke brauchten. Hast du gut vorher gesehen. Mist, das war ein Fehler. Was anderes ging aber gar nicht, oder? Ja, okay, gut. Da habe ich auch gerade nicht aufgepasst. Tut mir leid. Kein Problem. So. Ja, wieder hier. So. So. Und wir kreiseln uns ein bisschen durch die Weltgeschichte. Whee! Das macht Spaß. Okay. Ach, hier geht's wieder nach oben. Genau. Hier ist. Und da ist irgendwie noch eine Tür. Geht's nach draußen oder was ist da? Das ist ein Fahrstuhl. Fahrstuhl? Hier braucht man einen Schlüssel. Schade. Das ist ja doof. Okay, den Fahrstuhlschlüssel haben wir jetzt noch nicht. Aber wir laufen mal direkt ins neue Dockwerk. Was willst du überhaupt hier? Ich weiß es nicht. Münzkorb haben wir ja schon. Was wollen wir hier eigentlich? Wir sind nur neugierig, wir schauen uns mal um. Genau. Obwohl, wir wollen ja auch das Silphscope. Genau. Aber wir wissen gar nicht, ob es das hier gibt. Warum ist es... Komm, ja, sieht ganz easy aus. Aber es schafft es. Ja, obwohl Blitzer nur Tackle hat, ist es gar nicht so schlecht. Und schon auf Level 27 jetzt. Ah, nice. Eine weitere Attacke, das ist doch schön. So, da wechsle ich lieber nochmal aus. Tja, wer könnte jetzt noch ein bisschen Training gebrauchen? Nennen wir mal Diktri. Diktri braucht immer Training, weil er hat noch seinen Schlitzer nicht gelernt. Ah, der kann das auch lernen. Cool. Ich glaube, der lernt irgendwann Schlitzer. Oh. Das war zumindest mein Plan. Ja, dann sehen wir mal. Bis das jetzt lernt. Hat es eigentlich vor kurzem gelevelt oder was? Nee, ist schon länger her. Ah, okay. Also schon länger nichts okay, passiert. Okay, gut, die Frage hat sich erledigt. Leider nicht.
Ah, setzen wir mal Smetball ein. Hat sich sehr gut gegen Radikals geschlagen. So. Mal setzt auch. Ja, ein weiteres Radfratz wäre jetzt nicht schlecht. Danke. Und kann Blitzer jetzt den Ruckzuckieb zum ersten Mal ausführen. Ja, ich glaube, Ruckzuckieb ist, glaube ich, noch ein Ticken besser als Tackle. Nicht von der Stärke her wahrscheinlich, aber eher von der Trefferquote. Tackle kann nämlich tatsächlich auch mal daneben gehen. Genau. Ach, Ruckzuckieb auch. Ja, echt? Das also das Radikal, was eben gerade Ruckzuckieb benutzt hat, ist tatsächlich daneben gegangen damit. Wie? Das kann nicht funktionieren. Okay. Ja, schade. Ich dachte, er gibt uns jetzt den Aufzugschlüssel. Das wäre ja richtig cool gewesen. Das könnte... Boah, ja, ein Hypertrank. Nicht schlecht. Sowas haben wir noch nie gesehen, glaube ich. Ich dachte Spiel. Zumindest... Alarm, Eindringlinge! Den müssen wir ausschalten. Also wir scheinen hier auch unerwünscht zu sein. Say what? Aber das ist gar nicht so schlimm, denn wenn man gegen uns kämpft, ist das alles nur ein gutes Training für unsere Pokémon. Genau. Ich hätte eher gedacht, dass hier schon der Aufzugschlüssel sein würde. Das scheint hier nicht weiterzugehen. Oh, Smetbo. Konfusion müsste reichen. Jo. Oh, Volltreffer. Kein Pokémon-Wechsel bei Smogon. Zack, bumm. Smetbo regelt das. Smetbo regelt das, in der Tat. So, noch ein Smogon und dann geht's weiter. Das war mal wieder ein etwas einfacherer Kampf. Warum möchte man das? Ich konnte ihn nicht stoppen. Na, da sehen wir wieder den Aufzug. Da oben waren wir überall schon mal. Das ist jetzt gerade das erste Untergeschoss sozusagen. Ja, das wundert mich, dass man hier so hochkommt und hier nichts gibt. Was ist das? Silpscope. Ich weiß nicht, wovon du redest. Er weiß okay, nicht. Das heißt, hier gibt es tatsächlich nicht so viel zu holen in dem Raum hier. Okay, ich packe aus. Benutze den Aufzug zum Boss. Ah, also wir können mit dem Aufzug zum Boss fahren. Aber uns fehlt allerdings der brauchen wir den Schlüssel. Dann müssen wir wohl nochmal über die Pfeile laufen. Dann, genau. Ja, da kann man ja nochmal eine Etage nach unten gelangen. Yep. Gut, sehen wir mal, was im nächsten Stockwerk auf uns wartet. Ein weiterer Rocket-Trainer. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Na klar. Schafft Blitzer den noch? Probier mal aus. Ich schätze mal, einen Angriff wird es schon noch überleben. Ja. Und sonst kann man ja dann immer noch wechseln. Ja. Wechseln wird sich gut. Ja, denke auch, dass das besser wäre. Ah, mach mal, setz mir mal wieder Mühe an. Fußkick. Nicht effektiv. Bringt nix. So macht man das. Oh, Level up. Nice. Noch einmal Schollo. Es wird mir auch nicht viel entgegenzusetzen haben. Direkt weggehauen. So. Was? Ich hab verloren. Ah! Solche Grausamkeit. Oh, ich glaube, wir müssen bald wieder zurück zum Pokémon Center, um das Dinge abzulegen. Kann sein. Erstmal gucken wir, was wir für eine TM gefunden haben. Sie enthält Risikotackle. Mal sehen, wer es könnte. Alle. Mew hat es sogar schon einmal eingesetzt, glaube ich. Das war beim Metronom. Genau.
aber es ist riskant, wie der Name schon sagt. Wie der Name schon sagt, ja. Es hat danach ein wenig Schaden selbst erlitten. Genau. Hier sind wieder so lustige Pfeile auf dem Boden. Wieder ein Pfeilrätsel. Juhu. Der führt ja direkt zu einem weiteren Item. Ist das der Schlüssel? Ja, das wäre ein bisschen zu einfach. Nein, ein Sonderbonbon. Gut. Ja, gut. Gehen wir dann in die andere Richtung. Einmal links rum. Genau. Jo. So. Und zu den oberen. Hier kommen wir wieder dahin, wo wir waren. Der Pfeil hier. Der Pfeil ist es. Genau. So sag ich. Tut mir leid. So. Und der nächste Trainer. Halte dich aus, Team Rockets. Angelegenheiten aus. Jo. Machen wir nicht. Niemals. Wir wollen das Hilfsscope. Wir wollen wissen, wer der Geist ist. Jo. Ah, ein Radfratz. Ja, die würden uns doch niemals lebend gehen lassen. Ja, gesehen. Wir würden sie nicht lebend gehen lassen. Ja, wir können sie jetzt nicht mehr lebend gehen lassen auf ihrem Keller. Sie kennen unser Geheimnis. Ja, ja, vielleicht hat er ja auch den Aufzugsschlüssel oder das Hilfsscope. Ne, das Hilfsscope gibt's ja dann beim Boss, hat uns ja schon einer verraten. Genau. Ja, Glutexo brauchen wir nicht benutzen, der kann ja, gar kein Glut mehr. Tut mir leid, das ist Macht der Gewohnheit. Glutexo, ey. Wieso haben wir Glutexo am Anfang genommen? Meine Güte. Wir hätten Schicki nehmen. Du wolltest es doch. Ihr habt alles richtig gemacht am Anfang und jetzt. Das arme Glutexo. So, Traumato war das jetzt. Was kann Mew erledigen? Oh, wehe, das Mew wird eingeschläfert. Ja, dann ist die Folge auch schon zu Ende. Machen Metronom. Ja, okay. Lassen wir uns überraschen. Geowurf! Oh, Klammer. Was ist das denn? Keine Ahnung. Das ist eine Wasserattacke. Ah, nicht so. Ach, wie Surfer ungefähr. Ja, okay. Nee, stimmt gar nicht. Das ist einfach nur eine Wasserattacke. Aber ganz schön stark auch. Eher so wie Wasser. Ja, eher so wie Aquaknarre, glaube ich. Aber war das, die Aquaknarre hat da ganz schön reingehauen. Ja. Hätte bloß ein kleinen Tick stärker sein können. Mir gerade dann müsste Mew jetzt nicht wieder eine Runde pennen. Es gibt ja auch noch den Klammergriff, den das hatte ich eben verwechselt. Ah, was? Na, jetzt aber. Boah, Mew ist aufgewacht. Kann das sein? Dann wird's halt ein Pfund. Genau. Bumm. Huch, nicht mehr blockiert? Oh, das ging aber schnell. Ja. So. Ich bin am Boden. Am Boden zerstört. War da oben noch ein Item? Ich glaub nicht, oder? Moment. Ah, nee, da war nichts mehr. Nee. Okay. Was ist das hier? Sind wir im Surferraum gelandet? Sieht eigentlich ganz so. Das ist jetzt, glaube ich, der letzte Raum, den wir noch betreten können hier. Genau. Jetzt müssen wir mal was finden. KP+, Mist. Das hilft uns natürlich nicht also weiter. Nicht, dass KP+ jetzt schlecht wäre, aber wir wollen natürlich den Aufzugsschlüssel. So, da muss er jetzt sein. Ja. Da liegt er. Oh, Mist, okay. Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Ah ja, okay. Dann hat er ihn, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber das erfahren wir erst nach dem Kampf. Aber ja, wir könnten auch mal einen Supertrank vielleicht einsetzen für das Blitzer. Ja. Ja, nach dem Kampf. Nach dem Kampf. Ja, ich glaube, Tackle ist sowieso nicht so cool gegen Smoggern. Aber Konfusion dafür umso mehr. Ja. Ist natürlich ein bisschen unfair hier. Es gibt hier kein Unfair. Alles wird ausgenutzt. Keine Wir wollen jetzt endlich den Liftöffner haben. Dafür ist uns jedes Mittel recht. Exakt. Oh nein! Oh, mir ist der Liftöffner aus der Tasche gefallen. Gib ihn uns. Ja, gib mir den Lift. Mist, ich habe den Liftöffner. Oh nein! Nur damit er später nicht sagen kann, er hätte uns ihn gegeben. Ja. So, was ist das?
Oh, verflucht. Okay, erstmal super Trank. Dann setzen wir mal einen Trank ein. Ja, es sind echt, echte Genies hier unten. Weiß nicht, vielleicht können wir ja irgendetwas noch wegwerfen oder einsetzen. Das Fluchtseil können wir eigentlich wegwerfen. Ja, genau. Das Fluchtseil können wir eigentlich wegwerfen, das stimmt. Auch wenn hier kein Mülleimer ist, wir schmeißen es weg. Wir sind Rabauken. Echt so. Und ein Fluchtseil. TM2. TM2 hatten wir auch schon gekauft. Das war Klingensturm, das weiß ich noch. Alles klar. Und ich denke, in der nächsten Folge geht's weiter. Probieren wir mal den Liftöffner aus. Ja, ne? Bis dahin. Ciao. Tschüss.